Da fliegt mir doch das Blech weg. Actionhelden aus Schrott auf dem Festplatz am Ratsweg in Frankfurt. In der Ausstellung Iron Art werden Nachbauten der Transformers und andere Superhelden gezeigt. Die Nachbildungen unserer Transformers sind auch 70% aus alten Autos, aus alten Elektromotoren. Man sieht hier oben noch die Felgen, also ein komplettes Recyclingprodukt sozusagen. Iron Man beim Promi-Auflauf der besonderen Art mit Bumblebee und Star Wars-Figuren. So kommen die kleinen Fans ihren großen Superhelden ganz nah. Eine einmalige Gelegenheit, ein gemeinsames Foto mit Chewbacca. Meines Wissensstand nach sind wir auf jeden Fall hier in Deutschland die Einzigsten. Und wenn man Google fragt, zeigt das mir keine zweite Transformers-Ausstellung an. Für die Darsteller heißt das Schwerstarbeit, die Hitze im Ausstellungszelt. Kostüme mit viel Gummianteil. Auch Jason zwängt sich ins Iron-Man-Kostüm. Seit frühester Kindheit ist er Fan der Superhelden. Ich bin großer Marvel-Fan und kenne alle Filme, Avengers und auch die ersten Iron-Man-Teile. Und da war ich noch relativ jünger wie jetzt und da haben mir von Anhieb gleich gefallen, sage ich mal so, diese Iron-Man-Filme. Optisches Highlight sind die Transformers, die bis zu 10 Meter hoch sind. Sie bestehen zum Teil aus mehr als 2500 Einzelteilen, alles per Hand zusammengeschraubt. Gewicht bis zu 15 Tonnen. Am beliebtesten sind allerdings die Live-Akteure wie Jason. Er liebt die Reaktion der Fans. Wenn man die Kinderaugen sieht, ach, schaut mal da, ah, Iron Man, oh, das Strahlen in den Augen, das ist eigentlich die größte Freude, ne? Wer hat schon mal Darth Vader im Lichtschwertkampf verkloppt? Hier auf der Iron Art geht das, allerdings nur noch bis zum 3. Juli.